Wer war der mit der Stimme? Die war phänomenal. Zwischen Hölle und Himmel gab es das nur einmal. Als Kind hat er noch CCR gesehen und AC/DC mit Bon Scott. Das war viel besser als zur Schule gehen, denn dort gab's für ihn meist nur Sport. Er war nicht besonders schön, mit einer Warze mitten im Gesicht. Die Musik war sein Leben, so viel besser als der Unterricht. Er wurde Sprecher beim Radio, er hieß eigentlich Frank. Denn er war im ganzen Land bekannt als der mit der Stimme. Ja, die war phänomenal. Zwischen Hölle und Himmel gab es das nur einmal. Er brauchte keinen Computer. Er wusste alles aus dem Kopf. Ganz egal, ob Alice Cooper, die Hooters oder Bodo Schopf. Er sprach mit Nena persönlich, er spielte alle Lieder aus. Seine Reportagen waren außergewöhnlich, denn er war in der Szene zu Haus. Mit ihm war Radio hören ein Abenteuer, er war ein echtes Phänomen. Seine Leidenschaft brannte wie ein Feuer. Jeden Montagabend um 21:30 Uhr, da kam der mit der Stimme. Und alle lauschten gebannt. Anstatt Reisegewinne gab es damals noch Programm, bis eines Tages die Berater kamen. Er wäre viel zu alt, er hätte überhaupt keinen richtigen Namen, überhaupt eine seltsame Gestalt. Der Sender wollte ein frisches Gesicht, am besten sexy, jung und schön. Dem Image-Team gefiel Franks Visage nicht. Man meinte kühl, es wäre jetzt Zeit für ihn zu gehen. Denn er war der mit der Warze, direkt über dem Mund, eine hässliche Schwarze, unappetitlich und rund. Jetzt gibt es die besten Hits, steht sie bei 47 Lieder, monotone, dröge Beats, kein Platz mehr für Formatverbieger. Ein dynamisches Duo sitzt sein Herr an seinem Platz. Doch die aufgesetzte Fröhlichkeit verspürt ein jeder, ist kein Ersatz für den mit der Stimme. Ja, die war phänomenal. Zwischen Hölle und Himmel gab es das nur einmal. Er war der mit der Stimme, die war phänomenal. Zwischen Hölle und Himmel gab es das nur einmal.